Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute sehen wir dieses Unboxing mit der ungeschminkten, ungestylten, ungeduschten Wahrheit, weil ich war heute den ganzen Tag im Garten. Es ist jetzt 8:30 abends und ich habe jetzt seit einem halben Jahr das erste Mal wieder Urlaub. Und ja, es war wundervolles Wetter. Ich war im Garten, laberababer. Auf jeden Fall habe ich immer noch meine Gartenklamotten an, die immer noch dreckig sind. Meine Gartenhose habe ich an. Ne? Wir lassen uns davon einfach mal nicht schockieren, denn wir widmen uns einer sehr natürlichen Box. Und zwar ist das die Beauty Love The Natural Box, die ich jetzt heute mit euch unboxen werde. Und da habe ich mir gedacht, warum soll ich mir jetzt irgendwie Make-up oder sowas ins Gesicht packen? Passt auch gerade einfach mal nicht, ne? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box wird mir in der Kooperation zugeschickt, sodass ich sie hier vorstellen kann und dass ich auch eine an einen von euch verlosen kann. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Naja, eins der Kriterien ist natürlich, dass du Abonnent meines Kanals bist. Das bist du entweder schon oder du holst es hier unten einfach mal nach. Ich würde mich auch tatsächlich sehr drüber freuen. So, 6 bis 8 Beauty-Produkte verbergen sich hier drin. Und genau, die erscheint alle 2 Monate, kostet ab 31,95 €. Ist hergestellt, also die Box an sich, aus Graspapier. Also theoretisch könnte ich die jetzt auch mit in den Garten nehmen und die würde da quasi sich an meine Gartenlandschaft anpassen. Keine Ahnung, die wird sich halt zersetzen, ne? Biologisch abbaubar. Und was noch? 50% wird immer pro verkaufter Box an Treedom gespendet. Das ist so eine Organisation in Madagaskar, wo die heimischen Bauern unterstützt werden, wie man, ich meine, nachhaltig Bäume pflanzt oder so. Das finde ich ziemlich cool. Und ja, wir gucken einfach mal rein. Wir haben hier einen fetten Wert in der Box. Ich habe irgendwas mit über 100 Euro gelesen, was ich krass finde. Und ja, ich habe jetzt einfach mal den Deckel runtergenommen. Und dann haben wir hier dieses Seidenpapier, was mit einem Klebi verschlossen wird. Der Duft wird wahrscheinlich sehr kräuterig sein, sehr natürlich. Oder halt ganz normal nach Papier, ne? So. Dann machen wir das einfach mal auf. Graceful Leaf ist hier die, das Thema wahrscheinlich von der Box. Hier hinten drauf haben wir einen QR-Code. Da kann man zum einen Beauty Love abonnieren. Also nicht abonnieren, Quatsch. Doch, auf Instagram abonniert man jemanden, oder? Ich glaube schon. Und hier sind dann die Produkte nochmal aufgeführt. Und ich meine auch, dass wir dann durch den QR-Code, mit diesem QR-Code kommst du auf unseren Instagram-Account und kannst dort unter dem Reiter IGTV das digitale Booklet anschauen. Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Die Produkte sind aber trotzdem nochmal aufgeführt, kurz und knapp, das finde ich ganz cool. Und auf der Homepage müsste dann auch nochmal ganz genau beschrieben stehen, welchen Green Beauty Aspekt das jeweilige Produkt erfüllt. Sprich vegan, tierversuchsfrei, ohne dies, das, Ananas, ne? Das müsste alles mit drin stehen. Hier haben wir dann den ersten Blick in die Box und es sieht schon mal sehr, sehr natürlich aus, sehr grün, was mir hier so entgegenkommt. Es spricht mich schon mal sehr an. Ich habe ein bisschen wenig Platz heute auf meinem Tisch, weil ich mir den etwas vollgepackt habe. 1A vorbereitet, ich sage euch das. Aber wie gesagt, ich war... was habe ich denn noch heute alles gemacht? Wir haben eben nämlich noch einen Anruf bekommen, dass mein Opa liegen geblieben ist mit seinem Scooter. Dann haben wir uns den Hänger hintergehangen, haben die Rampen auf den Hänger gepackt und sind dann dahin gefahren, haben Opa abgeschleppt, sind dann zu Hause zu Opa gefahren, haben Opa nach Hause gebracht. Dann hat mein Papa, der bei meinem Opa wohnt, gesagt, dass er den Hänger auch gerne behalten wollen würde. Alles klar, Hänger abgespannt drauf, ne? Wie auch immer. Boah, ist das ein langes Intro, Leute. Läuft. Ihr habt ja unten diese Timestamps. Ihr könnt ja vorspulen, wenn euch das zu öde ist, was ich hier erzähle. Okay, was habe ich hier drin? Akaya. Die Marke, die kommt mir bekannt vor. Die hatte ich auch irgendwo schon mal in einer veganen oder in irgendeiner grünen Beautybox mit dabei. German Cosmetics, Nature Vibes, Ambience de la, Ambiance de la Nature. 3 Ampullen haben wir hier drin. Und die sind mit, das ist eine mit Aloe Vera, eine mit Hanf und Olive und eine mit Vitamin C. Das ist ja schön. Für Glätte, Spannkraft, Hautschutz und tiefe Feuchtigkeit kann ich echt gut gebrauchen. Und gerade wenn du so, wie ich heute, ne? Ich war ja den ganzen Tag draußen an der frischen Luft, ich war an der Sonne und ich glaube, komm, ich gebe mir jetzt einfach mal eine Ampulle drauf. Ja, warum eigentlich nicht? Was kann ich denn gebrauchen? Was macht denn am meisten Sinn jetzt? Wahrscheinlich Feuchtigkeit, ne? Was macht am meisten Feuchtigkeit von den dreien? Steht das hier drauf? Nein?
Ach, Aloe Vera geht immer. Deswegen gebe ich mir jetzt einfach mal Aloe Vera. Man soll es... Ist hier eine Abbrechhilfe mit dabei? Zum Schutz der Hände ein Kosmetiktuch um die Ampulle legen. Okay, ja, das kriegen wir auch hin. Also erstmal hier oben so ein bisschen gegenschnippen, ne, dass man... Habe ich euch die eigentlich gezeigt? Da fällt schon was um. So sieht das aus. Da war die Ampulle drin. Und finde ich klasse. Schutz der Hände. Ein Kosmetiktuch nehmen. Oh, das kann ich gerade eigentlich echt gut gebrauchen. Und dann in einem Knack. Genau, kannst du es aufmachen. Oh, Baby, komm zu Mama. Mein Gesicht habe ich natürlich eben auch gereinigt. Ne? Also gewaschen. Einfach mit Wasser und einem Pad. Das war unspektakulär. Und ich gebe mir auch gerne so eine komplette Ampulle auf, weil ich das einfach mag. Habe jetzt keinen Toner drunter. Ich hoffe, meine Haut erschreckt sich nicht zu sehr. Es riecht echt angenehm. Und das massiere ich jetzt ein. Meine Haut saugt das gerade so richtig auf. Aber so richtig. Natürlich habe ich heute auch einen Lichtschutzfaktor drauf gehabt, ne? Also in meinem Gesicht und auch auf meinem Körper. 50 plus muss sein. Alles andere funktioniert einfach nicht. Ich habe auch offensichtlich keinen Sonnenbrand bekommen. Boah, fühlt sich das angenehm an. Oh, Sammy, meine Haut macht... So, jetzt ist hier noch ein bisschen runtergelaufen. Auch meine Arme brauchen Liebe. Die waren heute nämlich schön im Unkraut und beim Sachen einpflanzen dabei. Oh, schön. Ne? Gibt natürlich jetzt auch so einen frischen Kick, so Feuchtigkeit. Das ist geil gewesen. Cool. Okay, was haben wir als nächstes hier drin? Und zwar Jovae. Okay, Gel Dusche. Ach, einen guten Namen. Relaxing Moisturizing Shower Gel. 50 ml mit Antioxidant Lumiphenol und Hibiskus. Das finde ich nice. Das finde ich richtig nice. Hibiskus ist ein ganz toller Duft. Schön blumig. 95% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Das ist auch nett. Jo, ich bin mal dran. Oh, schön blumig, frisch. Das kann ich mir jetzt echt gut nach so einem Sonnenbad vorstellen oder nach einem Arbeitsdraußen-Einsatz-Gedönsen. Das ist klasse. Ich stelle euch das hier mal so ein bisschen in den Hintergrund, dann sieht man das noch ein bisschen länger. War. Hier machen wir auch wieder die hübsche Hülle drum zu. Doch, das gefällt mir jetzt gerade. Es ist so, ich brauche gerade Frische und ich bekomme es und das gefällt mir. Gut, Duschgel, ne, kann ich gleich unter der Dusche halt verwenden. Was habe ich hier? Bach, Original Bachblüten, Crab Apple, Holzapfel. Was ist das? Also Bachblüten kenne ich als, halte ich euch mal kurz hier hin, als Beruhigungstropfen habe ich als Kind tatsächlich auch von meiner Mama oder von meinen Eltern vielmehr dann ja auch bekommen, wenn ich Prüfungsangst hatte, Unruhezustände und so weiter. Und ich denke auch, dass es dafür gedacht ist, 2 Tropfen in ein Glas geben und schluckweise trinken oder 2 Tropfen in ein Fläschchen mit 30 ml stillem Wasser geben und mehrmals täglich 4 Tropfen davon nehmen. Das ist jetzt ein bisschen viel auf einmal an Infos hier, Leute. Befreie dich von negativen Gedanken, akzeptiere Körper und Geist, fühle dich wieder wohl in deiner Haut mit der Original Bachblütenessenz Crab Apple Holzapfel. Okay, ja, das soll dann halt einfach positive Vibes geben. Ja, nett. Ich fühle mich aber gerade sehr gut in meinem Körper. Dann habe ich hier etwas drin, das ist ein Lippenbalsam, pflegender Lippenbalsam von Jovae auch wieder, von dieser Firma, wo wir auch gerade das Duschgel mit drin hatten. Das kann ich jetzt eigentlich auch mal aufmachen. Das ist irgendwas Spezielles aus, nee, Französisch. Das ist auch wieder mit diesem Lupinphenol und das ist mit Kamelliaöl. Ist das Kamillenöl, ne? Hätte ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus gesagt. Ja, der riecht auch leicht nach Kamille. Ist einfach ein ganz normaler Lippenpflegestift, ne? Fühlt sich angenehm an. Nicht zu fettig. Also ich könnte es für mich persönlich sogar noch ein bisschen fettiger haben. Weil wenn ich mir Lippenpflege drauf mache, mache ich das halt nicht nur da, wo meine Lippen sind, sondern ich eskaliere da meistens so ein bisschen im Gesicht. Finde ich nice. Also können wir gebrauchen, kann ich jetzt gerade auch gebrauchen, deswegen läuft das. Hier haben wir etwas drin, das ist von I plus M. Da habe ich gerade gelesen, da hätte man Alternativen drin haben können auch. Ne? Also entweder hat man drin Aveda Cherry Almond Body Lotion oder I plus M Naturkosmetik Berlin die nährende Creme oder von I plus M Naturkosmetik Berlin die
nährende Creme reichhaltig oder das hier, und zwar das Age Plus Lifting Boost von E Plus M. Das ist das hier und das ist, glaube ich, eher ein Serum als eine, natürliches Botox. Das leichte Serum unterstützt die Spannkraft der Haut mit hochkonzentrierten pflanzlichen Wirkstoffen und erhöht das Feuchtigkeitsniveau. Fältchen und Linien werden gemildert durch Hyaluron, weißen Hibiskus und Immortelle in bester Bioqualität. Ja, guck, dann mache ich das doch jetzt einfach mal drauf. Jetzt eigentlich auch andere Serien in Anwendung, aber das ist ja nicht schlimm. Okay, riecht sehr natürlich. Sieht so aus. Wie so gelbe, milchige Geschichten. Und dann kommt das nach dem Toner und vor der Gesichtscreme einfach aufs Gesicht. Fühlt sich super weich an. Also das harmoniert gerade voll mit der Ampulle, die hier drunter ist. Oh. Und riecht sehr angenehm. Sehr weich, pudrig. Ich gebe mir auch noch ein bisschen was auf den Hals. Doch, das macht auf jeden Fall ein richtig smoothes, angenehmes Gefühl. Also das war gerade echt schön. Ich glaube, man sieht es auch, ne? Meinem Gesicht geht es jetzt von Mal zu Mal hier besser. Nice. Das ist cool. So, dann haben wir noch etwas hier drin. Und zwar von Terre de Mars. Das ist ein... Nee, die habe ich hier wohl drin. Hä? Das ist Body Hand Nourishing Milk ist das. Das ist noch was anderes. Okay, das sind 100 Milliliter und das ist so eine Körpercreme, die du für Körper und die Hände nehmen kannst. Auch das kann ich gerade sehr gut gebrauchen. Warum eigentlich nicht? Benutze ich jetzt mal einfach als Handcreme, ne? Habe ich jetzt relativ viel. So sieht der Propfen aus. Werde ich dann mir so ein bisschen noch weiter auf die Arme rüberziehen. Ist auch sehr geruchsneutral. Sehr angenehm. Hände habe ich natürlich eben auch gewaschen. Die Arme nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, da könnten noch irgendwelche Erdkrümel sein. Ja, da sehe ich schon den Erdkrümel. Ich glaube, wir kommen damit klar. Nö, das fühlt sich aber angenehm an. Doch jetzt, wo das mit der Haut zusammen ist, riecht das so leicht nach irgendwas Grünem. Das wird dann wahrscheinlich diese Immortelle sein, ne? Oder womit ist das? Weiß ich nicht. Nee, oder? Ein schaumarmer, aromatischer Biokörperbalsam für alle Hauttypen. Angereichert mit bioaktiven Inhaltsstoffen wie Kaffeeextrakt, Aloe Vera und Sonnenblumenöl, macht er die Haut vollkommen glatt, geschmeidig und duftend. Ja, das ist... Wobei, das riecht mehr nach... Wie heißt das nochmal? Dieses... Ja, was man in so bestimmten orientalischen Läden auch manchmal so ein bisschen riecht. Ich wäre jetzt nicht Moschus, ist das nicht. Ich habe schon wieder vergessen, aber es riecht sehr angenehm. Das zieht wirklich gut ein. Also das muss ich wirklich sagen. Es fühlt sich weich an, angenehm. Das kommt jetzt auch in die tägliche Routine mit rein. So, dann habe ich hier noch etwas drin. Ich habe hier noch mehrere Sachen drin. Leute von heute. Was ist hier los? Hautanalyse, Inhalt, Hydration, Sebum und pH-Test von Soil. Soil Skincare stellt personalisierte Pflegepräparate her, die auf deine spezifischen Hautbedürfnisse angepasst werden. Finde mit unserem Abstrich-Set heraus, was deine Haut braucht. Gesunde und klare Haut durch pflanzenbasierte Inhaltsstoffe. Spektakulär. Hä? Abstrich-Set? Kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Hautbereich. Ah, wir sind etwas Corona geprägt, merkt man das? Okay, also hier hat man dann so ein Inlay, so sehen die Produkte dann aus. Exklusiver Rabatt ist hier mit bei. 20% Rabatt bekommt man hier als Mitglied von der Beauty Love the Natural Box. Gesunde und klare Haut Soil. Entdecke deinen individuellen Weg zu gesunder und klarer Haut. Das kann ich gut gebrauchen, denn ich habe wirklich... sehr viele Unreinheiten. Anleitung zur Hautanalyse. Abstrichset zur Messung des pH-Werts. Ja gut, jetzt habe ich mich eingecremt, Leute. Das war jetzt ein bisschen tief in der Box drin. Für ein genaues Ergebnis führe den Test auf ungeschminkter und unbehandelter Haut ca. 15 Minuten nach der Reinigung durch. Kann ich ja mal machen, aber nicht jetzt. Das mache ich, weil, wie gesagt, hätte ich das vorher oben drauf gehabt, wäre es perfekt gewesen, weil da war ich ja gerade ungeschminkt und, ne? Ja, okay, da hast du nämlich hier so ein Abstrich-Vieh, den pH-Tester, ne? Und dann hat man hier noch so
Hydration Applicators und Sebum Applikatoren. Klebst du dir quasi auf. Und dann hast du hier auch noch eine Scan, also eine, einen QR-Code, falls du nicht mehr weiter kommst. Ne? Nö, das finde ich, also von der Idee her finde ich das richtig geil, weil man so halt von zu Hause aus herausfinden kann, welche Pflege für einen dann auch die richtige wäre. Das heißt, ne, das ist schon ganz nice, dass es hier mit in der Box ist, damit man seine individuelle Pflege bekommen kann. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel die Produkte von Soil kosten. Deswegen. Und dieser Test würde normalerweise auch 5 Euro kosten. Okay, ja, ne? Das ist schon mal was. Ja, nice. Mensch, wie viele Produkte haben wir denn dieses Mal? Ne? Das ist echt viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt habe ich schon das 8. Produkt. Also dieses Mal haben wir von den 6 bis 8 Produkten 8 Produkte. Und das ist von Face Zero. Da habe ich jetzt schon sogar eine Lidschattenpalette von. Making Moves Blusher. Das ist dieser hier. Das heißt, wir haben hier auch dekorative Kosmetik drin. Finde ich geil, denn die dekorative Kosmetik aus den Boxen sammle ich und mache davon ein Schminki. Wir haben es jetzt den 30.03. Das heißt, es kommt auch noch in mein März-Schminki mit rein. Genau, das ist so eine sehr schlichte Verpackung. 4 Gramm von dem Blush sind hier enthalten. So, oh, der ist aber schön. Der erinnert so ein bisschen an den NARS Orgasm oder auch an den Sleek Rose Gold Glow, heißt der, glaube ich. Ne? Das ist halt so ein peachiger Ton mit einem Goldschimmer drauf. Und einen Spiegel hast du auch noch mit drin. Richtig klasse. Das schaut so aus. Das mag ich. Das ist schön frisch. Das ist echt ein Dupe dazu, Leute. Wie geil. Hammer. Macht das jetzt Sinn, wenn ich das auf mein Gesicht gebe? Nee, ne? Das sieht dann nur merkwürdig aus, weil ich bin ja ungeschminkt. Schwamm drüber. Das machen wir dann in einem Schminki zusammen. Aber der interessiert mich tatsächlich sehr, weil ich mag diese Blushes, die Glow mit drin haben. Leute, das war mal eine richtig geile Knallerbox, ne? Wenn man bedenkt, dass wenn man das halt wirklich im Jahresabo hat, das heißt wirklich, ne, 6-mal die Box zu sich kommen lässt, 31,95 dafür bezahlt, hast du hier echt geile Produkte. Und der Gesamtwert wird sicherlich recht hoch sein. Die haben ja irgendwas von über 100 Euro geschrieben. Safe. Also ich fühle mich hier ordentlich gut aufgehoben. Das passt zur aktuellen Zeit. Das Motto Graceful Leave. Ich weiß nicht, ob das dazu passt, aber also mir fehlt jetzt gerade so ein bisschen die Anleitung, was sie sich dabei gedacht haben. Aber ich finde schon, dass es zu der Box an sich passt. Also zu der Beauty Love the Natural Box. Ne? Dass du halt sehr natürliche Produkte hast, hauptsächlich Pflege, aber dann auch mal so ein Kabam, aber dann doch irgendwie mit sehr, sehr interessantem Glow, so ein Blush mit dabei. Finde ich geil. Also mir hat die Box Spaß gemacht und falls dich die Box interessiert, schau gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich dir alles dazu verlinkt. Die Produkte sind da verlinkt und alles Mögliche, die Teilnahmebedingungen zu der Verlosung. Und das war es jetzt auch schon. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!